müssen ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Aber tote Kroganer nicht. Was denn jetzt? Ach so. Da kommt ein kleiner raus. So, noch mehr von der Firestorm. Wunderbar. Drachen leben auf toxischen Planeten. Das ist seltsam, sie in einer atembaren Atmosphäre zu finden. Die Reaper haben nicht nur ihr Aussehen verändert. So, komm, den kleinen, den nehmen wir uns mal so vor. Ja, das sind eben keine Rachni mehr. Es sind jetzt Verwüster. Es sind indoktrinierte Rachni. Und die dienen auch bloß den Zwecken, die die Reaper ihnen zuteilen. Ich meine, der Grund dafür, dass die Rachni nur auf toxischen Planeten herumkriechen, liegt ja letztlich darin... Ja. Die Rachni vermehren sich alarmierend schnell und dieser Ort verbirgt ihre Anzahl, bis es zu spät ist. Ey, der Grund dafür... Jetzt hör, halt doch mal die Klappe. Alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. So, der Grund dafür, dass die Rachni auf toxischen Planeten leben, liegt natürlich darin, dass sie es können und hier ihre Ruhe haben, weil andere hier nicht hinkommen. Aber das ist natürlich nichts, was den Reapern nützen würde. Deswegen sind die Rachni bzw. die Verwüster, also die indoktrinierten Rachni, natürlich auch auf atembaren Planeten unterwegs. Weil sie natürlich nicht mehr als Kampfeinheiten sind, als ja, als verlierbare Einheiten, die man halt mal reinschmeißen kann. So, und ich meine, auf einem toxischen Planeten, wo niemand ist, außer den Rachnis selber, hätte es natürlich überhaupt keinen Zweck, die dann dort zu bewahren. Shepard, oh. Die werden blockiert und überrannt! Große Wiedervereinigung. Okay. Ja, den Spruch hatte er im zweiten Teil auch schon gebracht, aber da hat er noch keine Rachni durch die Gegend geworfen. Interessant, interessant. Gut, weiter geht's. Das Ding hier vorne? Ja. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Kroganer, gut zu hören. Bereit machen! Na dann, lass mal rocken. Die Zentralkammer finden ist unser nächstes Ziel. Klingt, als ob wir gleich fertig sind mit der Mission. Beziehungsweise, als ob wir gleich zum großen Kampf kommen. Oh, Reaper Tech, nett. Gibt noch mal ein paar Credits oben drauf, wunderbar. Und dann rein in den Durchgang, würde ich sagen. Deswegen wollte Grunt hier nicht lang, er ist zu fett wahrscheinlich. Das sieht nicht aus wie ein Rachni-Nest. Grunt, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihnen den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Das ist auch kein Rachni-Nest. Wir müssen den Energieknoten finden. Das ist durch und durch von den Reapern konstruiert.
So, okay, wo ist denn der Energieknoten? Da haben wir ihn doch. Schwerer Widerstand. Das ist es, Leute. Oh, ich hab den nicht erwischt. Dein Ernst? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Okay. Alles im grünen Bereich. So, das wär's für den. Hör mal schön auf, was auch immer du tust. Okay, hier haben wir den nächsten Energieknoten. Was? So, erstmal kurz die Schilde wieder aufladen. Ja, ich merk schon, ich weiß schon. Ich treff das Ding bloß nicht. Jetzt. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Auf der anderen Seite muss es noch mehr Energieknoten geben. So, dann lass mal ziehen. Okay. Erstmal wieder den Verwüster aus dem Weg räumen. So. Die Kannibalen sind dann nur bedingt ein Problem. Ich meine, die haben wir ja schon auf der Erde damals kennengelernt. Die sind in Masse... ebenso unerbittlich wie in unserem Zyklus. Ja, die sind in Masse zwar nicht zu unterschätzen, aber es gibt weitaus Schlimmeres. So, und ich würde sagen, setz mal den Barrierenmotor zu. Oh, du triffst ihn nicht, das ist natürlich wieder klar. Ja, Bra, bist du besser? Dankeschön. So, wie machen wir das denn jetzt? Haben wir dem Verwüster mal was rein? Sehr gut. Weitermachen, Leute. So, kannst du den Verwüster auch anvisieren? Oh Gott, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Bin ich gerade flankiert worden oder was war hier? Eigentlich wollte ich ja jetzt noch mit dem Sturmangriff mich aus der Bredouille ziehen, aber das hat nicht mehr funktioniert. Weitermachen, Leute. Tatsächlich, hier ist auch gleich eine Sau. Wo, was? Oh. Ich werde hier direkt reingeschmissen. Das ist ja mies. Okay, dann müssen wir es halt so machen. Könntest du mal... Shepard? Danke, das hat gedauert. Okay. Wir sind wieder im Spiel. Und der andere Verwüster scheint auch weg zu sein. Okay. 1A. Gut, das ist Liara. So, der müssen wir uns hoffentlich nicht fürchten. Mal schnell rüber zu dem Energieknoten hier. Die ziehen sich zurück. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bring sie's zu Ende. Verstanden. Okay. Die Königin. Der unerträgliche Ton ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Wir lauschen den Kindern. Sie sind still. Oh, die Maschinen kommen. Und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend in der Ferne. Haben die Reaper ihnen das angetan? Ja. Der stechende Ton der Maschinen ist überall. Die Indoktrination. Und die Königin ist stark genug, ihr zu widerstehen. Das muss man sich eigentlich mal... genau überlegen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, obwohl hier überall diese wahnsinnige Reaper-Tech ist, schafft es die Königin trotzdem noch der Indoktrination zu widerstehen und uns das mitzuteilen. Was für einen starken Willen die haben muss, ist echt Wahnsinn, ne? Und sie ist wieder auf unserer Seite, auch wenn es erst nicht danach aussah, aber sie arbeitet wieder für uns. Ich lasse sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten, uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder, Harmonie
Sie hat ihr Wort gehalten. Und gegen die Indoktrination hat bisher noch keine Spezies etwas tun können. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien Sie uns. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Tja, das ist die große Frage. Retten wir sie oder helfen wir lieber der Kompanie Aralak? Es ist nicht ganz klar, ob die Kompanie überhaupt drauf geht, wenn wir ihr jetzt bei der Flucht helfen. Aber ganz ehrlich, sie hat ihr Versprechen gehalten und hat sogar der Indoktrination widerstanden. Und es gibt einen Grund dafür, dass die kleinen Rachni zurückkommen. Denn die Reaper werden gemerkt haben, dass die Rachni-Königin sich nicht kontrollieren lässt und auf der anderen Seite steht, und dass es eine herbe Niederlage für die Reaper wäre, wenn die Königin hier raus entkommen sollte. Von daher, wollen wir den Reapern in den Arsch treten oder nicht? Natürlich, wir helfen der Königin hier rauszukommen. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen ihnen Zeit. Das wird Grunt nicht gefallen. Grunt, zurück zu unserer Position, führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Commander? Das ist ein Befehl, sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Das ist richtig. Grunt muss zeigen, aus was für einem Holz er geschnitzt ist. Der Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Und in solchen Momenten weiß man, ob jemand ein Freund ist. Oh, Grunt. Gottes, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Der Kerl ist nicht tot zu kriegen. Grunt! Hat jemand was zu essen dabei?
Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Ein Sieg auf ganzer Linie. Denn nicht nur, dass wir die Rachni-Königin jetzt auf unserer Seite haben, sondern auch die komplette Kompanie Aralak. Denn Grunt ist ja alleine losgezogen, um uns zu unterstützen. Und selbst er hat es noch geschafft, weil er einfach ein unglaubliches Frontschwein ist. Das ist Wahnsinn. Ja, und auch an der Stelle ist es wieder entscheidend, wie wir agiert haben in den Teilen davor. Denn wenn wir im ersten Teil die Rachni-Königin nicht rausgelassen hätten, sondern getötet hätten, wäre das trotzdem passiert. Die Reaper hätten trotzdem Rachni produziert bzw. verwüstet. Nur wäre es dann, oh Gott, wie war das? Ich glaube, dann war es eine Nachbildung, eine maschinelle Nachbildung der Rachni-Königin oder einer Rachni-Königin, die man dann dort nur bekämpfen kann. Also die kann man dann natürlich nicht retten, sondern die ist dann nur zu zerstören. In dem Falle haben wir sie jetzt retten können und haben damit eine unglaubliche Unterstützung auf unserer Seite. Ja, und wenn wir Grunt im zweiten Teil nicht aus seinem Tank rausgeholt hätten, wäre ein anderer an seiner Stelle gewesen und der hätte das nicht überlebt. Denn Grunt ist nun mal der stärkste Kroganer, den es gibt. Wir könnten an der Front sein. Warum lassen Sie uns eine Tür bewachen? Wer soll denn jetzt die Vorschriften brechen? Der Krieg macht Menschen dumm. Hast du übrigens schon mal mit Moreau geredet? Die Kollektoren haben dieses Schiff überfallen und die Crew entführt. Verdammt! Okay, dann müssen wir wohl auf alles vorbereitet sein, was durch diese Tür kommen kann. Ich hasse diese Tür. Aber ich glaube, die Leute wissen. Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit Ihnen reden. Okay, dann gehen wir mal rüber. Ich glaube, die Leute wissen, dass die Tür unglaublich nervig ist und deswegen kommt halt auch dieser Spruch dabei. Schauen wir mal, was Adams denn hat für uns. Ich weiß es gar nicht. Kenneth, denken Sie eigentlich je an unsere Entführung durch... Nein, denke ich nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, ihr redet etwas länger. Natürlich, ihr denkt nie dran, nein. So ein traumatisches Erlebnis, das tut man mal einfach so ab, das ist schon okay. Warum sollte man da auch dran denken? Gut, ich war mir damals nämlich gar nicht sicher, ob die überhaupt überlebt haben, weil man ja ganz offensichtlich eigentlich nur Kelly und Dr. Chakwas rettet und von den anderen eigentlich nichts mitkriegt. Also man weiß es dann gar nicht, ob die auch überlebt haben, aber sie sind zum Glück auch dabei gewesen. Also man hat dann offenbar doch einiges von der eigenen Crew retten können dabei. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Hab ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So weit würde ich nicht gehen. Sie und O'Nelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edie und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tegel helfen. Wenn Sie es wünschen, schicke ich Ihnen die Pläne. Tun Sie das. Jawohl. Gute das klingt Arbeit gut. Von allen. Gefällt mir. Gibt sogar noch vielleicht einen Levelaufstieg dazu und wir haben einen weiteren Kriegsaktivposten erhalten. Optimierte E-Zero-Kompensatoren? Ich glaube, Kompensatoren stand da, ne? Oder Kondensatoren? Ich weiß es gar nicht. Hab gerade nur so halb drüber gelesen. So, ich wollte nochmal... Ne, hier drüben muss ich rangehen. Ich wollte nochmal hier drüben ran und die Tempest verbessern. Genau. Tempest... Immer noch Tempest und weiterhin Tempest. So, denn der Rest, der dürfte jetzt nicht so von Interesse sein für uns, aber die wollte ich nochmal aufwerten, um sie jetzt einfach mal anzulegen. So, wo haben wir es denn hier drüben? Schauen wir mal. Kapazität ist ein bisschen höher, Schaden ist immer noch nicht wirklich höher, ne? Naja gut, was so ist. Ich glaube, ich lege sie trotzdem mal an. Ich meine, immerhin ist die Präzision ja höher. Das ist ja schon mal was. Gut. Wunderbar. Wo ist denn Cortez eigentlich? Der schraubt wahrscheinlich wieder irgendwo hinten. So, ich würde noch mal ganz kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas Schönes haben für uns. Ich weiß es nicht so richtig.
Ja, die brauche ich nicht. Schrotflinte ist auch uninteressant. Medigel, ja komm, warum nicht? Vielleicht, weil es 17.000 kostet. Nee, danke. So, haben wir hier noch irgendwas? Sturmgewehr, Stabilitätsdämpfer. Naja gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Egor, MP-Hochgeschwindigkeitslauf brauchen wir jetzt auch nicht. Hier gibt es ein paar MP-Sachen, aber die sind jetzt nicht so wichtig, würde ich sagen. Ne? Das ist ja, genau, das ist bloß Präzision. Spectre-Ausrüstung ist eh zu teuer. So, haben wir hier noch irgendwas? Sturmgewehr, Lauflängung, Präzisionszielrohr. Habe ich die drin? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die habe ich nicht drin. Okay, Schulterschutz, bla bla. Ach nee, brauchen wir alles nicht. So, und hier unten? Naja, Pistolen. Pistolen, ja. Nee, brauchen wir auch nicht. Gut, lass mal das. Ich will bloß mal kurz schauen, wo denn Cortez abgeblieben ist. Ist der hier hinten? Nee. Nanu? Wo ist denn der liebe Steve geblieben? Gibt's bei dir irgendwas? Rachni? Von allem, was kommen kann? Das ist, als hätte man ein Hufeisen verkehrt herum im Hintern. Ein komischer Vergleich. Grunt ist verrückter als sie. Und das will was heißen. Ist auch wenigstens sehen sie besser aus. Hören Sie dieses Summen? Oder bin das nur ich? Wie kommt's eigentlich, dass James jedes Mal bei den Kroganern so das Aussehen abcheckt? Steht da irgendwie drauf? Hören Sie dieses Summen? Oder bin das nur ich? Okay, er ist komisch. Ach nee, hier drüben steht er doch. Gar nicht gesehen. Der letzte Einsatz auf Tuchanka war der Hammer. Ich wollte Luftunterstützung leisten, aber der ganze Himmel war voller Cerberus. Als habe jemand ein Hornissennest aufgescheucht. Sir? Okay, nichts Spannendes. Dann machen wir uns mal wieder auf nach oben. Und werden jetzt mal... Neue Nachrichten, das ist schön. Ja, weiß ich gar nicht, was wir jetzt machen werden. Erstmal werden wir ein bisschen die Nachrichten lesen. Die Hoffnung lebt, von Erdnot Bakara. Commander, ich schreibe Ihnen aus dem Kelfiktal auf Tuchanka. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was hier los ist. Kroganer vom gesamten Planeten strömen hierher. So viele, dass ich sie längst nicht mehr zählen kann. Sie alle haben die Nachricht gehört. Wir sind endlich frei. Die Zeit der Leiden ist vorbei. Nie wieder werden Kroganerinnen Angst haben müssen zu gebären. Nie wieder werden sie den Schmerz und die Sorgen fürchten, die dabei auftreten können. Ich weiß zwar nicht, was das Schicksal letztlich mit meinem Volk vorhat, aber ich verspreche ihnen, dass sie ihre Entscheidung an uns zu glauben nicht bereuen werden. Wir werden die Reaper nicht nur wegen des Ruhmes bekämpfen, sondern weil wir wissen, dass wir nach dem Sieg eine Zukunft haben. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tuchanka zu bereisen und jene Worte zu verkünden, die fast 2000 Jahre lang kein Kroganer mehr gehört hat. Es besteht Grund zur Hoffnung. Das verdanke ich Ihnen, Commander. Und ich werde es niemals vergessen. Mein Projekt von Liara Tassoni. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, was ich Ihnen gerne zeigen würde. Könnten wir uns in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Liara. Klar. So, und die Nachricht, die klingt, als ob sie von Grunt wäre. Wenn die Mistdinger uns wieder betrügen, sind Sie schuld. Ach nee, Rex, okay. Es muss ein Kroganer sein. Anscheinend habe ich einen Wahnsinnskampf verpasst, Shepard. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Es überrascht mich nicht, dass Sie eine Abmachung mit diesen Mistdingern getroffen haben. Aber ich traue Ihnen nicht. Wenn Sie uns wieder hintergehen, sind Sie schuld. Die Kompanie Aralak musste einiges einstecken, aber ich sorge dafür, dass sie Ihnen hilft. Unglaublich. Draußen tobt ein Krieg und ich bewahre den Frieden. Finger immer am Abzug, Shepard. Sie hat uns doch gar nicht hintergangen. Sie ist indoktriniert worden und hat sogar der Indoktrination standgehalten. Warum seht ihr das denn als Verrat an? Das verstehe ich nicht. Auch von Hackett, der hat ja auch gemeint, dass sie uns verraten hätten. Beziehungsweise hat gemeint, das Bündnis hat ja beim ersten Mal auch nicht funktioniert. Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Das wäre lustiger als gegen Edi. Edi schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt darauf an, wie viel Spaß wir haben. So, so. Das klingt ja unanständig. Ich muss sagen, ich mag Schach auch viel mehr als irgendwelche
modernen Strategiespiele. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von Strategiespielen, aber Schach spiele ich eigentlich mal ganz gerne. Obwohl ich zugeben muss, dass ich, da ich es doch relativ selten spiele, nicht sehr versiert drin bin. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem mal ganz gut gewinnen kann. Sie müssen wissen, in meinem Labor wurden die Rachni studiert. Kommunikation über große Entfernungen ohne Zeitverzögerung, die Kontrolle von Arbeitern. Und auf kurze Distanz kann die Königin sogar durch tote oder sterbende Mitglieder anderer Spezies sprechen. Zum Glück sind sie auf unserer Seite. Wenn wir eine Langstreckenkommunikation ohne Quantenverknüpfung entwickeln könnten. Naja, vielleicht nach dem Krieg. Die Rachni sind schon beeindruckend, muss man sagen. Und ich finde auch, man sollte viel mehr mit denen zusammenarbeiten nach dem Krieg. Jetzt im Krieg sind sie ja sowieso auf unserer Seite und bilden eine Allianz mit uns. Aber auch nach dem Krieg sollte man auf jeden Fall dranbleiben und mit denen weitermachen. Also mein Vertrauen in die Rachni-Königin ist schon ziemlich groß. Ich vertraue ihr da.